Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir begrüßen euch, liebe Geschwister, zu einer weiteren Folge von der Widerlegung der irregegangenen Sekten. Und aktuell reden wir über die Sufis. Natürlich auch eine weit verbreitete Sekte, die aber irregehend ist. Und ihr Übel hat in der damaligen Zeit schon angefangen und hat sich im Laufe der Zeit immer weiter fortgeschritten, bis wir Dinge sehen in dieser heutigen Zeit, die absolut konträr, die absolut gegen die Religion des Islams sind. Und daher ist es wichtig, dass man auch die irregehenden Sekten kennt, um sich vor ihrem Übel zu bewahren. Und wir wollen heute, bi'idhnillah ta'ala, liebe Geschwister, speziell über das Thema reden, Gesang und Tanz als Religion, was natürlich eine Eigenschaft bei den Sufis ist. Und das ist eine Sache, die bei den Leuten nicht unbekannt ist, sondern im Gegenteil sehr, sehr bekannt ist. Ist das eine Sache, die von der Religion bestätigt wurde? Beziehungsweise kann man sagen, auch wenn es nicht bestätigt wurde, kann man dieses machen in der Religion? Grundlage von Ahlus Sunnah wal Jama'a ist, dass wir in der Religion, wenn wir über religiöse Angelegenheiten sprechen, dann dürfen wir nichts in der Religion tun, außer wir haben einen Beweis dafür. Willst du mir sagen, Abul Bara, jede Sache, die ich in der Religion tue, verrichte, braucht einen Beweis? Genau so will es der Gesetzgeber Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt uns in Surat Al-Baqarah, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sprich, gebt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Und hier haben wir eine Sache diesbezüglich gelernt, dass du nichts in der Religion machen darfst, außer mit einem Beweis. Und die Regel ist, dass derjenige, der etwas macht, er muss den Beweis bringen. Nicht die andere Seite, die ihn widerlegt, sondern der, der etwas in die Religion hereinbringt, etwas tut und dieses dem Glauben des Islams zuschreibt, dieser braucht einen deutlichen Beweis in der Religion, sei es aus dem Koran oder der authentischen Sunna, und ich beabsichtige hier das Wort authentisch hinzuzufügen, oder dem Ijma, dem Konsens der Gelehrten, wo sie alle eine einzige Meinung gehabt haben. Warum? Weil sonst hätten wir Chaos in unserer Religion. Diese Religion ist bereits offenbart. Und wenn wir sagen, diese Religion ist bereits offenbart, dann, liebe Geschwister, meinen wir damit, diese Religion ist abgeschlossen. Es darf kein neuer Buchstabe hinzugefügt werden und kein Buchstabe abgezogen werden. Diese Religion ist vollkommen. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und ich habe meine Gnaden an euch vervollständigt und ich bin zufrieden mit der Religion des Islams. Und Allah hat sogar noch mehr gesagt im Koran al-Karim, Ya ayyuhar Rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. O du Gesandter, verkünde das, was dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Und wenn du es aber nicht tust, dann hast du die Botschaft nicht verkündet. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir bezeugen alle, dass der edle Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Botschaft verkündet hat. Und daher ist es wichtig zu wissen, diese Religion ist abgeschlossen. Keiner darf mehr mit etwas kommen, was er dieser Religion zuschreiben möchte. Und so bleibt die Religion eigentlich geschützt. Aber jede neue Sache tötet eine Sunna in der Religion. Und daher sind wir erpicht darauf, auch den Leuten die Sunna beizubringen und sie vor der Bid'ah zu schützen, liebe Geschwister. Wie wir gesagt haben, ein sehr wichtiger Satz, wir dürfen nichts zu dieser Religion hinzufügen. Und da haben wir auch einen Grundsatz bei Ahlus Sunnah wal Jama'a. Was der Prophet Muhammad, bitte aufpassen, sallallahu alaihi wasallam, damals, das heißt in seiner Zeit, hätte machen können, das heißt, er hatte die Möglichkeiten dazu, aber er hat es unterlassen, so ist es eine Pflicht für uns, dieses ebenfalls zu unterlassen. Ich wiederhole, wichtige Regel, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals als Möglichkeit hatte, dieses zu tun, aber er hat es nicht getan, so ist diese Sache zu unterlassen. Von uns, von Ahlus Sunnah wal Jama'a, wir unterlassen diese Sache. Weil wo soll das Gute darin liegen, wenn derjenige, der die Offenbarung bekommen hat und den Menschen
die Offenbarung verkündet hat und die Besten unter ihnen, die Sahaba radiallahu anhum, diese Botschaft auch so empfangen haben, eins zu eins vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie das nicht gemacht haben, wie können wir dann sagen, das ist eine gute Sache? A'udhu billah. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir sagen, das ist eine gute Sache, dann meinen wir damit nichts anderes, liebe Geschwister, als dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Religion verraten hat, wie Imam Malik radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala das gesagt hat, weil du schreibst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam letztendlich zu, dass er etwas verborgen gehalten hat, was gut ist und dich Allah näher bringt. Hasha. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor so einem Gedankengang, denn hier bezichtigen wir den Gesandten sallallahu alaihi wasallam des Verrats. Und deswegen, liebe Geschwister, auch diejenigen, die neu sind und noch nicht so viel Wissen über die Religion haben und vielleicht in die Bid'a reingefallen sind, bitte, liebe Geschwister, unsere Religion hat Regeln. Stellt euch vor, ich habe eine Pizza auf dem Kopf, heb ein Bein an und bete so und sage, das gehört zur Religion. Jeder hat etwas, jeder kommt mit etwas. Aber die Frage ist, hat er die Berechtigung dazu? Dann wollen wir auch einen Beweis von ihm. Und der Beweis muss deutlich sein, damit wir auch sagen können, diese Sache ist erlaubt in der Religion. Ansonsten ist sie zu unterlassen. Und hier in dieser Religion darfst du nicht das Wort schön einfach hinzufügen und damit rechtfertigen, dass die Ibadah, die Anbetung, die gemacht wird, in Ordnung ist, weil sie schön ist. Nein. Und ich gebe immer ein klassisches Beispiel. Wenn wir das Gebet eröffnen und Allahu Akbar sagen, nur so ist das Gebet gültig, dann können wir nicht sagen, La ilaha illallah, obwohl La ilaha illallah nicht nur schön, nicht nur sehr schön, nein, sogar wunderschön, der Tauhid ist, der pure Tauhid, aber trotzdem reicht es nicht. Warum? Weil wir haben eine Ibadah und wir haben dafür einen Beweis. Da dürfen wir das machen, dann machen wir das. Dürfen wir das nicht machen, dann können wir nicht mit dem Argument schön kommen, weil dann würden wir sagen, Allah hat etwas nicht als schön erkannt und es uns deswegen nicht zur Pflicht gemacht. A'udhu billah. Deswegen, liebe Geschwister, viele Leute, die in die Bid'a fallen, denen ist gar nicht bewusst, welche fatalen Sachen sie in diese Religion hereinbringen. Möge Allah Azzawajal uns immer auf der Sunna befestigen. Wir wollen heute darüber reden, ist der Gesang der Sufis und sogar der Tanz eine Sache, die wir der Religion zuschreiben können oder nicht? Ihr solltet wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir schon erwähnt haben, diese Religion perfekt gemacht hat. Und dieses, was wir heute sehen bei den Sufis, ist nicht eine neue Gegebenheit. Das heißt, dass sie singen, dass sie tanzen und dass sie diese Religion als Spiel und Spaß und Ablenkung verrichten. Dieses war schon in der Zeit des Salaf, wie wir danach hören werden, bi'idhnillah ta'ala. Allah Azza wa Jal sagt erstmal über diejenigen, die er hart bestrafen wird im Koran, in Surat Al-A'raf, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Diejenigen aber, die ihre Religion zum Gegenstand von Zerstreuung, Ablenkung und Spiel genommen haben, das heißt Allah, er kritisiert diejenigen, die sozusagen mit ihrer Religion spielen. Spielen. Jetzt eine Frage, liebe Geschwister. Dieses hey, 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 wonach sieht das für euch aus? Sieht das bei Allah zwischen mir und euch? Sieht das nach Anbetung aus? Hu, 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 hu. Sieht das nach Anbetung für euch aus? Wenn ihr mich so seht, würdet ihr sagen, er betet gerade Allah Azza wa Jal an? Und daher können wir nicht das eine, was tatsächlich ein Spiel und Spaß in der Religion darstellt, als berechtigt hier in dieser Religion erlauben. Warum? Weil das was ist, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat. Was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam nicht erlaubt hat. Was die Sahaba radiallahu anhum niemals praktiziert haben. Und Allah Azza wa Jal sagt über die Mushrikun, über die Götzendiener, denn sie hatten eine bestimmte Art und Weise, ihre Ibadah zu machen. Nicht nur, dass sie so unverschämt waren, den Tawaf um die Kaaba nackt zu verrichten und auch behauptet haben, Allah hätte es ihnen erlaubt, weil sie haben es nackt gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht mit der Kleidung, die wir früher angezogen haben und mit der wir Allah gegenüber ungehorsam waren, wir wollen nicht mit derselbigen Kleidung Allah anbeten. Also haben sie sich komplett ausgezogen, wie Allah Azza wa Jalla sie erschaffen hat. Und dann haben sie Tawaf gemacht. Wie sah ihr Tawaf aus? Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat Al-Anfal 35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَّ. Aber wahrlich, ihr Gebet von diesen Götzendiener, und Allah kritisiert sie hier scharf, und wahrlich, ihr Gebet vor der Kaaba, der Götzendiener,
ist nichts anderes gewesen als Pfeifen und Händeklatschen. Das war ihre Religion. Sie haben den Tawaf gemacht und haben hey, hey, hey und. Genau dasselbe, was wir heute sehen. Hu, 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 hey, 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 ju, ju. Das war Religion bei ihnen. Allah hat sie scharf kritisiert. Und ihr Gebet vor dem Haus, das heißt der Kaaba, ist nichts anderes von diesen Götzendienern als Pfeifen und Händeklatschen. Was ist das für eine Anbetung? Wer hat diese Anbetung vorgeschrieben? Und noch schlimmer ist, dass wir diese Anbetung dann Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, liebe Geschwister. Und lasst uns hören, dass es, ja, ich werde es klar sagen, ein Ijma' gibt. Ein Konsens aller muslimischer Gelehrter, dass das, was diese Sufis machen in Form von Dhikr und Tanz, eine Bid'ah ist und verboten ist. So, sagt Iyad, rahimullah ta'ala, einer der großen Gelehrten, er sagte, indem er über eine Person berichtet, kunna inda Malik, rahimullah ta'ala. Wir waren eines Tages bei Imam Malik, rahimullah ta'ala, faqala rajul. Dann sagte ein Mann zu Imam Malik, rahimullah ta'ala, ya Aba Abdullah, o Abu Abdullah, das heißt, Imam Malik ist Abu Abdullah. عندنا قوم يقال لهم الصوفية. Wir haben Leute unter uns, die werden Sufis genannt. يأكلون كثيرا. Sie essen viel. ثم يأخذون في القصائد. Und daraufhin dann sprechen sie ihre Gedichte zahlreich. ثم يقومون فيرقصون. Dann stehen sie auf und tanzen letztendlich. Schaut mal Imam Malik, رحمه الله تعالى, was er sagte. الصبيانهم, sind sie kleine Kinder? قال لا. Der Mann, der gefragt hat, sagte, nein, sie sind keine kleinen Kinder. Qala Malik, dann fragte Malik, rahimullah ta'ala, amajanin hum, sind sie Verrückte? Also, wenn sie keine Kinder sind, dann gibt es eine andere Entschuldigung. Sind sie verrückt? Qala la, qawmun mashayikh, nein, das sind im Gegenteil, es sind ältere Leute. Wa ghayra dhalik uqala, und es sind auch unter ihnen Leute, die besonnen sind, die denken können. Dann sagte Imam Malik, rahimullah ta'ala, مَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا. Ich habe noch nie jemanden getroffen unter den Muslimen, der dieses macht, außer dass er ein Junge, das heißt ein Kind ist oder ein Verrückter ist. Was hat Imam Malik gemacht? Er hat es dieses nur den Kindern und den Verrückten zugeschrieben, dass sie so eine Handlungsweise haben. Einer, der versteht, Verstandbesitz wird so etwas niemals machen. Und schaut mal, ist das Verstand? Glaubt ihr wirklich, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der den besten Verstand gehabt hat, hat so etwas getan, liebe Geschwister? Dann, وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَبُو إِبْرَهِيمُ الْمُزَنِي. Ein großer Gelehrter, Al-Muzani, von der schafiitischen Rechtsschule, liebe Geschwister. وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الشَّافِعِي. Er gehörte zu den Großen unter der schafiitischen Rechtsschule, weil er gibt auch wieder natürlich, was er von Imam Shafi'i, rahimullah ta'ala, weiß. Er wurde gefragt, Al-Muzani, مَا تَقُولُ فِي الرَّقْسِ. Was sagst du über das Tanzen allgemein? Er sagte, فَقَالَ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الدِّينِ. Dieses ist in der Religion nicht erlaubt. Und er fügte dann hinzu, liebe Geschwister, und es wurde auch gesagt, liebe Geschwister, in Hashiya al-Tahawi wa amma al-Raqs wa al-Tasfiq wa al-Sariq wa al-Darb al-Ladhi yaf'alhu ba'du man yadda'i al-Tasawuf fa'innahu haramun bil-Ijma. Um was das Tanzen anbelangt und das Klatschen anbelangt und das Schreien und das Schlagen bedeutet auf die Trommeln, welche einige Leute behaupten, dass dieses so praktiziert werden kann unter den Sufis, so ist dieses Haram mit Konsens aller Gelehrten. Haram mit was? Mit Konsens aller Gelehrten. Und daher, diese Sache ist verboten, liebe Geschwister. Dieses ist kein neues Phänomen, sondern im Gegenteil, das ist ein Phänomen, was damals schon gewesen ist. Was damals schon gewesen ist. Und wir wollen inshallah ta'ala weiter ergründen. Das ist nicht eine Sache, die nur heute passiert. Nein, das war schon damals, in der damaligen Zeit. Und deswegen haben die Gelehrten auch darüber geredet, dass diese Art der sogenannten Anbetung verboten ist. Und sogar sagte Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, فَيَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الْحُضُورِ فِي الْمَسَاجِدِ. Sogar ist es für den Herrscher und für die Obrigkeit
vorgeschrieben, dass sie den Leuten nicht diese Teilnahme an den Sitzungen sozusagen der Sufis in den Moscheen ermöglichen. Und auch nicht woanders, wo sie ihre Sitzung abhalten. وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُمْ. Und niemanden, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, ist es erlaubt, mit ihnen zusammen dieses zu verrichten. وَلَا يُعِينَهُمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ. Und es ist auch verboten, sie dabei zu unterstützen, das Üble zu machen. هَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدْ إِبْنْ حَنْبَلْ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Dieses ist die Rechtsschule, das heißt die Aussage von Imam Malik und von Abu Hanifa und al-Shafi'i und Imam Ahmad ibn Hanbal und denjenigen, die die A'imma, die Führer der Muslime sind. Und dieses hat er in Tafsir al-Qurtubi, liebe Geschwister, berichtet. Also haben wir hier natürlich eine Sache, die eine große Gefahr ist. Wir unterscheiden in der Bid'a zwei Arten. Die eine ist gefährlicher als die andere. Aber eine ist schlimmer als die andere. Wir haben eine Bid'a, und Bid'a bedeutet nichts anderes, als dass man einen neuen Weg erfunden hat in der Religion. Wir reden über die Religion. Ein Weg, der nicht zuvor im Koran oder in der Sunna beschrieben wurde. Dieses ist eine Bid'a, eine Neuerung sozusagen. Und wir erinnern uns, alles, was der Prophet s.a.w. damals hätte machen können. Aber er hat das nicht gemacht. So ist dieses was? So ist dieses zu unterlassen. So ist dieses zu unterlassen. Und das dürfen wir nicht machen. Weil wäre es was Gutes, hätte der Prophet s.a.w. es uns vorgemacht. Und wer kann dir sagen, dass das was Schönes ist, wenn du weder eine Bestätigung von Allah azzawajal noch von seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hattest. Also haben wir eine Bid'a, die überhaupt keine Grundlage hat. Sie wurde einfach frei erfunden von den Leuten. Diese nennt man Bid'a Asliya. Diese ist gewaltig, liebe Geschwister, und ein übler Weg und zerstört die Religion. Dann haben wir aber eine gefährlichere Sache. Natürlich, dass die Sufis trommeln und dabei tanzen und singen und, das ist schwerwiegend. Aber dann kommt die Shubha, das Scheinargument von denjenigen, die dir belegen wollen, dass diese Art von Dhikr, den sie in der Gemeinschaft machen, wir sehen gleich einige Videos dazu, liebe Geschwister, dann wollen sie dir sagen, das ist doch im Koran vorhanden, der Dhikr. Richtig, der Dhikr ist im Koran vorhanden, aber nicht dein Dhikr. Und der Dhikr ist in der Sunna vorhanden, aber nicht dein Dhikr. Bedeutet mit anderen Worten, sie kommen mit einer Ayah aus dem Koran, وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Und erwähnt Allah viel. Und dann sagen sie, schau mal, das ist in der Mehrzahl. Und das ist immer, was wir euch beigebracht haben. Ein jeder, der Neuerungen macht, kommt mit einem Beweis. Auch aus dem Koran und der Sunna. Aber wir haben eine Regel. Sihhatu dalil la yalzam sihhata al-istidlal. Dass ein Dalil, ein Beweis, authentisch ist, wie aus dem Koran oder der authentischen Sunna, bedeutet nicht, dass er auch als Argument verwendet werden kann. Der Beweis ist authentisch, richtig. Aber du hast es an einer falschen Stelle, aber du hast ihn falsch interpretiert, diesen Beweis. Und daher reicht es nicht, nur einen Beweis zu bringen. Insofern, sie sagen dir, der Dhikr ist doch erlaubt im Koran und der Sunna. Und hier passt auf, liebe Geschwister, ihren Chupf, ihr Übel, ist richtig. Der Dhikr ist erlaubt. Aber wie wir gesagt haben, nicht der Dhikr auf ihre Art und Weise. Aber, jetzt kommt das Entscheidende. Wir erklären es ganz langsam, damit man das versteht. Es gibt Ibadat, die sind im Asl, im Ursprung, im Koran und in der Sunna vorhanden. Richtig. Aber deine Art und Weise, wie du das praktizierst, kann zu Bid'a führen. Das heißt, du kannst durch deine Art und Weise dieses zu einer Bid'a machen. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wir lesen Koran. Okay? Es ist überliefert, dass wir den Koran mit Tajweed lesen. Das ist bewiesen und authentisch. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aber was sagt ihr zu einem, der sagt, Allah? Ist das rezitiert? Ja. Aber diese Art und Weise, wie er rezitiert, ist das noch Sunnah? Ist das noch vorgeschrieben? Ein anderes Beispiel. Den Dhikr, liebe Geschwister. Wir kennen den Dhikr. Zum Beispiel sagen wir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Richtig. Aber wenn du die Art und Weise änderst vom Dhikr, dann ist dieser Dhikr nicht mehr vorgeschrieben. Das heißt, wir machen den Dhikr zum Beispiel nach dem Gebet, jeder für sich. Aber jetzt machst du ihn in der Gemeinschaft. Dieses ist nicht erlaubt und nicht vorgeschrieben. Und wir
niemanden unter den Salaf, der so etwas getan hat. Im Gegenteil haben wir sogar einen Beweis, obwohl die anderen den Beweis bringen müssen, von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, dass er Leute gesehen hat, nach dem Tod vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in der Moschee gesessen haben und etwas Neues hinzugefügt haben. Und einer sagte Subhanallah, dann sagten die anderen 100 Mal Subhanallah zusammen. Gemeinsamer Dhikr. Normalerweise wissen wir sagen 33 Mal Subhanallah. Das ist bestätigt. Aber sie haben die Art und Weise geändert. Und Abdullah ibn Mas'ud war nicht freundlich zu diesen Leuten, sondern er hat sie sogar angegangen und sagte zu ihnen, dass die Kleidung vom Propheten, das Waschbecken ist noch da und ihr beginnt schon, die Religion zu erneuern. Sie haben ihm gesagt, oh Abu Abdurrahman, wir haben nichts Schlechtes beabsichtigt. Er sagte zu ihnen, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يَبْلُغُ. Und wie viele Leute, die eine gute Absicht haben, werden es niemals erreichen. Abdullah ibn Mas'ud hat ihnen diesen Gemeinschaftsdhikr so verboten, weil das eine Bid'ah war, liebe Geschwister. Und daher dürfen wir das nicht einfach so machen, sondern wir müssen das so machen, wie der Prophet ﷺ es uns beigebracht hat. Das heißt, durch die Art und Weise reicht es nicht nur, dass die Ibadah, die Anbetung bestätigt ist im Koran und in der Sunna. Du musst es auch so verrichten, wie es dir beigebracht wurde. Und hier darfst du das nicht ändern und behaupten, ja, aber im Koran und in der Sunna ist diese Anbetung. Die Anbetung ist gesichert, aber die Art und Weise macht diese Anbetung zu Bid'ah. Und daher müssen wir aufpassen vor dieser Angelegenheit, liebe Geschwister. Und hiermit möchte ich euch nur zwei Sachen sagen, bevor ich euch die Videos zeige. Diese Religion, walhamdulillah rabbil alamin, duldet keine Bid'ah. Die Bid'ah selber, liebe Geschwister, ist eine Sache, die schlimmer ist als die Sünde, wie die Salaf das schon zuvor erwähnt haben. Daher, derjenige, der Bid'ah macht, denkt, dass er sich Allah subhanahu wa ta'ala damit nährt. Und tatsächlich, die werden nicht diesen Tanz machen und Allah, Allah und Hu, Hu rufen, um einfach nur das so zu machen. Nein, sie machen das als eine Anbetung. Und dadurch ist das zu einer Bid'ah geworden, liebe Geschwister. Und zum Schluss möchte ich euch einige Videos zeigen, bi'idhnillah ta'ala, von diesen Irregehenden, wie sie auch diese Religion praktiziert haben. Guckt bitte hin, liebe Geschwister. Schaut einfach, was sie machen. Vergleicht das, was diese Leute machen, mit der Anbetung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba. Und bei Allah, würden sie so ihre Religion praktizieren? Ich frage dich, würdest du dir vorstellen können, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder die Sahaba Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum ajma'in so etwas machen? Sie würden nie so etwas machen. Lasst uns etwas anderes sehen. Auch das hier. Ich bin mir sicher, diese Leute nehmen sogar Drogen. Ja, ich gehe so weit, bei Allah, weil ich das auch von Gelehrten gehört habe. Schaut mal zum Schluss, wie weit sie gegangen sind, weil wenn man die Bid'ah zulässt und immer weiter und weiter macht, zum Schluss haben sie nach diesen Exzessen auch natürlich, und sie sind so weit abgeirrt, liebe Geschwister, dass sie zum Schluss sogar das Ganze im Breakdance umgewandelt haben. Jetzt wisst ihr, wo auch immer mein Spruch herkommt. Die Breakdancer der Nation, das ist das Übel, was diese Leute gemacht haben. Und daher, lasst uns verstehen, liebe Geschwister, dass wir eine Sache wollen. Wir wollen diese Religion reinhalten. Es geht uns nicht darum, dass wir einfach die Leute erniedrigen wollen oder sie schlecht machen wollen. Nein, wir wollen nicht die Leute erniedrigen und schlecht machen. Wir wollen unsere Religion reinhalten und sauber halten. Und wer dieses macht, so wird er belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns vor allem Übel, vor allem Fittern bewahren. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Und habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.